Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des PHP-Tutorials auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch gerne einmal Get und Post vorstellen. Wir haben in einem recht frühen Tutorial schon Forms kurz angeschnitten. Vor allen Dingen hauptsächlich Post und Get. Dazu möchte ich halt einfach heute nochmal drauf hinausgehen. Was genau ist das Ganze? Wir haben halt hier zum Beispiel ein Form. Das ist eigentlich so diese Standardmethode, wofür man Post und Get braucht. Man sieht hier oben zum Beispiel hier schon bei Method, das ist Post. Vielleicht erstmal zur Erklärung, wir sind hier im HTML-Text und diese Method sagt am Ende unserem PHP, was passieren soll. Die Action sagt halt, wohin er geleitet werden soll. Wenn wir Action Hashtag haben, leitet er weiter auf Hashtag. Es ist die schönste Variante, leitet aber immer auf dieselbe Seite, kann man so nutzen. Und das ist erstmal auch am einfachsten zu erklären. So, dann haben wir die Methode, das ist aber auch heute viel wichtiger, Post bzw. Get. Was macht das für Unterschiede, wenn ich etwas in Get oder etwas in Post sende? Fangen wir einfach an. Wenn ich etwas in Get sende, wird es oben in der URL angegeben. Ich habe jetzt hier oben zum Beispiel das Ganze einmal hier drin. Ich ziehe es jetzt einmal hier rüber, damit man es sehen kann. Na, ich kann jetzt hier zum Beispiel schreiben, Fragezeichen, Page gleich Test. Das ändert jetzt nichts an der Seite, aber ich habe ein Get-Parameter hinzugefügt. Ich kann jetzt noch ein zweites Get-Parameter hinzufügen mit und. 1, 2, 3 gleich lol. So, was macht das Ganze jetzt genau in diesem Fall? Ich habe jetzt hier mit Fragezeichen, sage ich erstmal, jetzt kommen sozusagen meine Get-Parameter. Dann kommt mein erstes Get-Parameter, das ist Page. Das ist gleich steht für, jetzt kommt das Value. Dann ist das Value Test. Dann kommt ein und. Ein und sagt, okay, hier kommt ein neues Page-Parameter. 1, 2, 3. Und das ist wieder mit dem Value. Ne, deswegen das gleich, lol. Und das geht dann halt mit den weiteren, geht das immer mit und weiter, wenn das erste halt immer mit einem Fragezeichen startet. So, was genau ist also der Vorteil an Get? Naja, also mit Get kann ich zum Beispiel ein Paging-System machen, wie ich es jetzt hier gerade indirekt gezeigt habe mit Page gleich Test. Ich kann ja zum Beispiel jetzt sagen, okay, wenn das Get-Parameter hier in dem Fall Page gleich Test ist, dann ich rufe die Seite Test auf. Und inkludiere die Test.php halt in die Index-Datei und damit kann ich dann halt sozusagen die Test.php nutzen. Das ist halt der Vorteil zum Beispiel an Get-Parametern. Genau das gleiche halt, wenn ich bestimmte Form-Parameter übergeben will. Wenn ich eine Suchform habe, ich habe eine Suche, gebe was ein, dann möchte ich ja die Parameter oben haben. Ich werde die Parameter aber ja nicht als Slashes hier runter machen, das ist nicht richtig in diesem Fall. So, ich möchte diese Parameter als Suchstring haben, damit dann sozusagen der Nutzer am Ende halt diesen Link weiter teilen kann und immer anders genau die gleichen Ergebnisse kriegt bei der Suche. So, deswegen speichere ich sie als Get. Wenn ich es mit Post machen würde, klar würde derjenige die Suchergebnisse bekommen, aber wenn er den Link teilen wollen würde, würde es nicht gehen. So, warum gibt es dann Post, wenn sich jetzt viele fragen? Naja, Post hat halt den Vorteil, dass Post halt nicht im Header übergeben wird und hier auch nichts zu sehen ist oben. Das heißt, wenn ich jetzt sozusagen hier ein Passworteingabefeld habe, zum Beispiel für ein Login-Form, dann ist es so, dass ich das Passwort eingebe und dann würde es halt, wenn ich das mit Get habe, hier oben stehen. Das will ich aber nicht. Vor allem spätestens diese URL hier wird im Suchverlauf gespeichert, das heißt, irgendwann anders kann das Passwort des Nutzers rausfinden. Also das ist halt ganz, ganz grauselig, das darf nicht passieren. Von daher sende ich das Ganze mit Post. Post macht nichts anderes, außer dass es halt sozusagen die Daten sendet und zum Server sendet. Aber halt sozusagen geheim. Man kann es nicht sehen, es steht nicht im Header, ne, hier drin. So, es wird halt einfach zum Server gesendet. Hier ist trotzdem wichtig, wenn man mit Post arbeitet und Passwörter versendet, nutzt HTTPS aka SSL. Warum? Naja, wenn ihr halt sozusagen Post so nutzt, und das über eine HTTP-Verbindung sendet, dann habt ihr keine Verschlüsselung. Und solange das nicht verschlüsselt ist, kann auch das abgefangen werden, weil ihr sendet ja schließlich die Daten zu dem Server und bevor es zum Server geht, geht es halt über mehrere Zwischenserver. Und dann braucht nur ein Zwischenserver sein, der halt mal sagt, ach, okay, ich lese mal die Packets aus. Das passt dann nämlich in Plaintext. Und weil man meistens in dem Login-Form halt auch mehr hat, außer halt, oder schon, ja, Login-Form ist eine Register-Form, weil man meistens mehr drin hat, außer halt das Passwort, hat man dann halt den ganzen Account und die ganzen Zugangsdaten. Und wenn man Glück hat, nutzt derjenige überall das gleiche Passwort, dann hat man das einfach für überall. Von daher, wenn ihr sowas macht, setzt auf Sicherheit. So, das ist halt prinzipiell jetzt erstmal die Erklärung.
So, jetzt habe ich dir das Ganze jetzt schon mal erklärt, wie es überhaupt aussieht. Wie programmiere ich das Ganze jetzt? Naja, wir haben jetzt hier einmal Post. Ich zeige es einfach hier, weil das nochmal zu programmieren ist halt total unsinnig. Ne? Wir jetzt formen die Action gleich Hashtag und Method ist gleich Post. Hiermit sagt ihr sozusagen, diese Sachen werden per Post übergeben. Und dann mache ich halt, frage ich ab, wenn halt die Variable $_post gesetzt ist. Also wie gesagt, per Post wird immer mit $_post, echt in Klammern. Und dann in Anführungsstrichen dann halt sozusagen das Parameter. Das heißt, wenn ich jetzt sozusagen hier als, also wie gesagt, hier als Name jetzt Number 1 setze, dann muss ich halt hier in dieser Array unter den Namen Number 1 abfragen. Das gleiche halt mit Number 2 etc. Deswegen, wenn ihr dann sozusagen was übergebt, gibt es immer einem, müsst ihr immer dem Element einen Namen geben. Wenn ihr dem Element eine ID gebt, dann ist das für HTML eine ID. Super schön. Der Punkt ist aber, PHP kann damit nichts anfangen. PHP braucht diese Variable Name. Das heißt, wenn ihr, egal ob mit Post oder Get, halt das übergibt, dann müsst ihr mit der Variable Name arbeiten. So, und dann fragt ihr es hier oben ab. Wenn das gesetzt ist, dann könnt ihr das halt hier eure Nummer aus $_post im Ganzen ziehen, weil es wäre ein Array. Und das war es auch schon. So, und um jetzt einmal zu zeigen, wie das Ganze funktioniert, das ist jetzt halt hier mit Post. Mit Post haben wir jetzt hier unseren Taschenrechner, den haben wir hier auf der Seite. Ich nehme jetzt mal hier meine Get-Parameter weg. So, dann gebe ich jetzt hier 1, 2, 3 ein und 3, 2, 1. Und am Ende kriege ich halt 4, 4, 4. Class loaded, ne? Das ist noch von unserem letzten Mal. Das heißt, das Ergebnis 4, 4, 4 wieder auswählen. Jetzt seht ihr aber, ich habe nur dieses Hashtag hier. So, und was macht das jetzt für einen Unterschied, wenn ich das Ganze auf Get mache? Wie gesagt, das Ganze wird jetzt im Header landen. Das heißt, wir werden das hier auf Get ändern. Das gleiche ist dann halt auch $_get und dann in eckigen Klammern, ne, wie eine Array halt, die Abfrage von unserem Parameter. Das heißt, wir tauschen jetzt hier alles auf get, damit man halt per get das Ganze ziehen kann. Und dann gehen wir jetzt nochmal auf den Taschenrechner, laden die Seite neu, geben halt ein 1, 2, 3 und 3, 2, 1, addieren und oben steht Fragezeichen Nummer 1 gleich 1, 2, 3 und Nummer 2 gleich 3, 2, 1. Macht 4, 4, 4. Also prinzipiell genau gleiche Funktion, nur halt der Unterschied. Ja, jetzt werden sich manche fragen, ja, aber get, ne, wie gesagt, brauche ich ja prinzipiell nicht, wie ich ja schon vorhin sagte. Es gibt immer Anwendungsfälle, in denen ihr zum Beispiel get brauchen werdet oder in denen ihr halt dann nicht post nutzt. Prinzipiell wird wahrscheinlich post das sein, was ihr häufiger nutzen werdet, einfach weil ihr halt bestimmte Sachen sicher übertragen wollt. Das ist halt sowieso so eine Sache für sich. Da muss man halt trotzdem immer gucken, wie man halt auf Sicherheit setzt. Und das möchte ich halt auch noch hier mit reinbringen, ne? In das Tutorial, wir haben jetzt Get und Post gemacht. Was aber mir auch sehr wichtig ist, um euch einmal zu zeigen, ist halt HTML oder Formsicherheit. Ihr könnt hier halt jetzt zum Beispiel HTML-Text mit übergeben. Ich sehe zwar eine Number, aber ich könnte jetzt zum Beispiel den Type auf Text setzen. Nur als Beispiel. Ich setze jetzt nur mal auf Text. Das macht keinen Unterschied. Das heißt nicht, wenn ihr den Text auf Type of Number habt, dass das nicht änderbar ist. Ich kann ja drin prinzipiell jederzeit den HTML-Code ändern, weil der wird zum Client gesendet. So, jetzt habe ich hier diesen Text. Und jetzt möchte ich euch einmal zeigen, was ich damit für Mist bauen kann. So, ich lade jetzt einfach die ganze Seite neu. Jetzt seht ihr auch jetzt, dadurch, dass es hier oben drin ist, bleibt das halt bestehen. Ich kann halt sozusagen jetzt weiter senden und der Jedi sieht hier 444. So, das funktioniert. Jetzt möchte ich aber euch zeigen, was ich hier machen kann. Ich kann jetzt zum Beispiel hier BR Test Bold Test Backslash Bold 1, 2, 3. Und jetzt merkt ihr gut, okay, hier ist eine Addition, die ihr machen will, das geht nicht damit. Jetzt stellt euch aber auch vor, ich würde jetzt einfach mal die Number ausgeben. Das heißt, ich mache hier keine Addition, die ich hier habe, sondern ich mache jetzt hier einfach nur Echo $Number 1. Heißt, ich gebe das aus, was ihr eingegeben habt. Ich kommentiere mal hier das Ganze aus, damit man das jetzt so nutzen kann. Und dann möchte ich jetzt einfach einmal zeigen, ich gebe das jetzt hier aus, ich gebe jetzt halt das ein, gebe es hier 1, 2, 3 und Magic, ich habe einen Zeilenumbruch drin und ich habe es getestet. Und was heißt das? Ja, ich kann Mist damit bauen. Soweit so gut. Stellt euch jetzt mal vor, ihr habt jetzt zum Beispiel so einen Blog und irgendjemand schreibt dann halt jetzt in diesem Blogpost, weil, sagen wir mal viel besser, ihr habt ein Forum, das ihr geschrieben habt. Irgendjemand schreibt in den Forum-Post, yo, HTML ist doch cool. Ne? So irgendwelche HTML-Sachen. Und jetzt kommt der Punkt, ihr sendet das per Post an eure Datenbank, speichert es in der Datenbank, soweit alles in Ordnung, dann gebt ihr es wieder aus. Irgendein Nutzer, das kommt da drauf. So, und was kann jetzt zum Beispiel im schlimmsten Fall passieren? Naja, irgendjemand könnte mit HTML ein iPhone gebaut haben, irgendjemand könnte mit HTML
Style gebaut haben, der halt wiederum sozusagen es fast unmöglich macht, sozusagen nicht irgendwo drauf zu klicken. Irgendjemand könnte, wie gesagt, mit iFrame halt irgendwelchen Scheiß einbauen. Das kann von irgendwelchen Trolling-Seiten hin bis zu halt wirklich Sachen gehen, die halt echt kritisch sind, wenn ihr die selbst hostet, ne? Und so kann jemand halt sozusagen euer Forum in Anführungsstrichen hijacken, beziehungsweise Chartcode injecten, der halt da nicht drin sein sollte. Und dementsprechend solltet ihr halt eine bestimmte Funktion nehmen, die heißt HTML Entities. HTML Entities wird das geschrieben. Entities. So, jetzt seht ihr ja auch schon, das wird jetzt auch schon mal wieder von der Farbe her markiert, wenn ihr jetzt drauf halt, seht ihr Convert all applicable characters to HTML characters. HTML Entities. Das encodet halt auch das Char-Set in diesem Fall. Hat halt den Vorteil, dass halt immer das auf jeden Fall funktioniert. Das encodet alles zu HTML Characters. Und damit kann halt jetzt nichts passieren. Ich zeige euch das jetzt mal. Wenn ich jetzt das Ganze hier eingebe, Magic. Er hat den HTML-Code injected, aber er wird nicht ausgeführt. Weil halt alles, was mit HTML ist, hier escape wird, so nennt man das. Also es wird halt sozusagen umgangen. Und das hat halt den Vorteil, dass ihr schlussendlich auf der sicheren Seite seid und ja, euch sozusagen gerade nochmal eben davor gerettet hat, dass irgendjemand welche Chartcode auf eure Seite reinpackt. Und ja, damit denke ich, habe ich jetzt einmal grob erklärt, wie man mit Forms umgeht, wie man Forms bearbeitet. Ihr könnt da, ich werde da nochmal drauf eingehen, HTML vielleicht diese Typen, die es gibt, wobei halt prinzipiell könnt ihr es einfach selbst nachlesen im Internet, was für Input-Types es gibt. Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein für Forms mit PHP. Und dann werden wir beim nächsten Mal vielleicht mal MySQL-Datenbank Connections aufbauen, um mal so ein bisschen zu testen, was kann ich mit der MySQL-Datenbank machen, kann ich da coolen Kram machen und warum soll ich vielleicht Prepared Statements nehmen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, wenn es euch gefallen hat, einfach mal einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr irgendwelche bestimmten Wünsche habt, die ich mal in einem PHP-Tutorial ansprechen soll, die gemacht werden sollen, einfach mal in die Kommentare schreiben. Und ansonsten Kanal abonnieren und Glocke drücken und bis dahin, tschüss.